Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich zum Einstieg in diese Session, Infrastruktur leichter gesagt als getan, einen Impuls im Sinne der Förderung nachhaltiger Infrastrukturmaßnahmen und der Kooperation und Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft geben zu dürfen. Die Investitionsbank ist in vielen Bereichen aktiv, um die Zukunft des Landes erfolgreich zu gestalten. Wir unterstützen die Wirtschaft, den Städtebau, Kommunen, Arbeitsmarkt- und Bildungsmaßnahmen, Umwelt- und Energieprojekte. Die Anforderungen an eine leistungsfähige Infrastruktur wachsen ständig. Mit zinsgünstigen Darlehen und Fördermitteln, maßgeschneiderten Finanzierungskonzepten und individueller Beratung unterstützen wir Sie dabei, Ihr Vorhaben auch unter Einbindung weiterer Partner, wie zum Beispiel der Bürgschaftsbank, umzusetzen. Mein Team in der Energieagentur berät beispielsweise in technischen, energiewirtschaftlichen und branchenspezifischen Fragestellungen, auch im Rahmen der Energie- und Klimaschutzinitiative des Landes. Meine Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Förderbereichen unterstützen beispielsweise mit unserem Innovationsdarlehen Unternehmen zur Risikominimierung bei anspruchsvollen Vorhaben, beim Breitbandausbau oder mit dem zinsvergünstigten und langlaufenden Kommunalkredit für die Erneuerung und Instandhaltung der Infrastruktur der Wasserwirtschaft. Das Land fördert Quartiersentwicklung und nachhaltige Wärmeversorgungssysteme. Wir schaffen Zugang zu EU-Förderprogrammen für Unternehmen und Forschungseinrichtungen. An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel aus dem EU-LIFE-Programm kurz nennen. Mit der geplanten Klärschlammverbrennungsanlage mit integrierter Phosphorrückgewinnung wird Kiel einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Ein Projekt im Sinne des Green Deal der EU. Der Green Deal und die angestrebte Nachhaltigkeitswende bietet Potenzial für Innovation. Auch die Finanzwirtschaft spielt bei der nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Rolle. Daraus erwächst nach unserem Verständnis eine große Verantwortung. Die IBSH nimmt diese Verantwortung an und ich möchte hier auf unseren Sustainable Finance Block hinweisen. Damit wollen wir ein Forum bieten, um nachhaltiges Finanzieren in Schleswig-Holstein voranzutreiben. Die Impulse dieser Session werden Möglichkeiten von nachhaltigen Infrastrukturmaßnahmen aufzeigen, aus Perspektive der Hochschulen ebenso wie aus der Wirtschaft. Bei der Realisierung Ihrer Ideen stehen wir Ihnen als Partner zur Seite, von der Konzeption sinnvoller Maßnahmen bis hin zu deren wirtschaftlich tragfähiger Umsetzung. Wir sind uns bewusst, dass es dabei gelegentlich Mut zu hochkomplexen Finanzierungslösungen braucht.